Hola, compañeros. Es wird Spanisch. Ich habe etwas bekommen von dem Manuel aus der Messergruppe von Facebook. Nämlich ein Joker-Messer. Und zwar das Joker Ursus. Wir packen das jetzt mal aus und gucken, was wir da haben. Das hier ist jetzt nur so ein kleines Unboxing-Video. Und ich will euch einfach dieses Messer mal kurz zeigen. So einen richtigen Test werde ich später machen. So richtig mit Essen, Schneiden, Holzverarbeitung. Also so dieses komplette Kram kommt später. Aber jetzt machen wir erstmal ein kleines Unboxing. Und ich hoffe, euch interessiert das auch ein wenig. So. Ja, ich meine, das Wichtigste, was bei jedem Messer immer dabei sein sollte, ist Paracord. Wir sind ja hier im Survival-Bereich, also das ist ein Survival-Messer. Wir haben hier Paracord. Ich vermute, dass man das schön als Lineard benutzen kann. Dann haben wir hier eine schöne Lederschneide. Sie ist auch super verarbeitet, soweit ich das sehe. Ja. Ja. Kleines Löchlein, falls es mal feucht wird. Wird ja immer gesagt. Ich vermute ja manchmal, dieses Loch ist vielleicht auch da, wenn man das rauszieht. Dann entsteht hier unten ein Unterdruck. Wenn man es dann rauszieht, könnte sein, dass dann hängen bleibt. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich dazu gedacht ist, dass da bei Regen Feuchtigkeit durchläuft. Aber vielleicht könnt ihr mich da mal aufklären. Es wird wahrscheinlich so sein, weil alle sagen das. Aber kann es nicht sein, dass das, wenn das Messer zu fest drin sitzt und unten sich die Luft dann so festzieht, dass man es nicht rausbekommt? Ist in dem Fall, kann es nicht passieren. Wir haben unten ein Loch drin. Mein anderer Ansatz. So, aber jetzt packe ich es mal aus. Also. Ach, hier ist noch was. Das war auch in der Kiste. Ein Striker. Wir müssen den Messerrücken nicht beschädigen. Super. Das heißt, wir haben Striker und wir haben einen Firesteel dafür. Geil, geil. Firesteel schon mal ein Plus. Striker ist ein Plus. Ein Survival-Messer braucht sowas. Alles am Mann. So, jetzt holen wir es mal raus. Oh ja. Ja, das fühlt sich ganz cool an. Ja, erinnert mich ein bisschen an das M3 von Line Steel. Aber ich glaube, das M3 von Lines hier ist noch eine Nummer höhere Klinge und ist noch etwas abgerundeter, aber gut. Droppoint-Klinge haben wir hier. Gefällt mir sehr gut. Klingendicke. 5 mm. 5 mm, Leute. Das ist ein Monster. 5 mm runtergeschliffen als Flachschliff. 3 cm Klinge. Ja. Klingt nicht schlecht. Ich bin gespannt. Also, das wird sich vielleicht in der Holzverarbeitung auch gar nicht so schlecht machen. Ne, ich vermute aber eher, das Messer wird sich sehr gut machen im Bereich von Essenzubereitung, von Fleischschneiden, von Wurzelholzschneiden und sowas. Aber das werde ich alles ausprobieren. So. Die Klingenlänge ist, wenn ich richtig nachgelesen habe, ungefähr 10 cm. 10 cm, die Klingenbreite, hatte ich ja schon gesagt, ist 3 cm, also Klingenbreite 3 cm, Klingenlänge 10 cm, 5 mm Stahl. Und zwar haben wir es hier zu tun mit einem 14116 Mova Stahl. Da brauche ich mal ein paar mehr Informationen zu. Ich kannte diesen Stahl nicht. Ich habe nur mal kurz im Netz geschaut. Das wird wohl häufig verwendet bei Küchenmessern. Aber es kann natürlich sein, je nachdem, wie man das aushärtet und so, könnte es ja sein, dass sich dann anders macht. Also so als Survival-Messer. Da hoffe ich, dass ich noch ein paar Informationen zu kriege. Dann erzähle ich das im nächsten Video. Aber wir haben halt hier Movas 14116 Stahl. Wird irgendwo so bei 58 bis 60 Rockwell liegen. Wenn ich es richtig gelesen habe. Also, da brauche ich noch ein paar Infos, aber die bekomme ich, das weiß ich. Ja, dann haben wir hier einen Mikata-Griff. Wenn ich das richtig sehe, das dürfte grün sein. Ein grüner Mikata, was meint ihr? Ist leicht rau. Ist nicht komplett glatt, was ich ganz gut finde, da rutscht es nicht so schnell weg. Gröber sollte es auch nicht sein.
Dann drehen wir doch mal um. Ja. Rote Liner, das finde ich richtig schön. So, wenn ich jetzt mal hier überall drüber fasse, die Grate sind echt, da steht nichts drüber. Ich kenne jetzt den Messerpreis nicht, also die sind noch nicht öffentlich, soweit ich das sehe, aber von der Verarbeitung her, muss ich sagen, da steht nichts drüber, ne? Echt cool. Mal gucken, wenn ich das jetzt so halt für einen Powercut. Ja. Ich habe relativ kleine Hände, also Handschuhgröße 8 ungefähr. Der Griff ist relativ dick. Also relativ dick im Sinne von, ich habe natürlich auch andere Messer und hier mein Kaström zum Beispiel hat einen etwas dünneren Griff noch, muss ich sagen. Aber das, ich finde, es fühlt sich sehr gut an in der Hand. Also das ist mein erster Eindruck. Ja, Daumenrampe. Was haben wir denn hier noch so draufstehen? Ja. Aha. So, wartet mal. Oh, ich hoffe, das könnt ihr sehen. Ja, voilà. Ja. Also, Logo, Markenname. Messerbezeichnung. Ah, es geht jetzt gerade schon wieder weg. Ich bin einfach interessanter für die Kamera. Vielleicht gehe ich mal weiter weg und mache das einfach so nach vorne. So. Ah. Naja, also wir haben draufstehen Joker. Wir haben draufstehen die Bezeichnung dieses Modells. Das ist der Ursus. Und wir haben hat eine Gruppe von Bushcraftern entwickelt, das Messer. Also die haben eine ganze Serie von Messern entwickelt. Ich glaube, die nennt sich diese Bushcraft-Gruppe oder diese Messer-Entwicklungsgruppe nennt sich BS9. Und das ist dann eine ganze Serie von verschiedenen Messern geworden. Und dieses hier, ja, ist halt das Ursus. Ne? Stahl steht drauf, es kommt aus Spanien, hatte ich ja schon gesagt. Und der Schmied des Ganzen ist der J. Sabata. Ich glaube, José Sabata. Ich glaube schon, das heißt, dürfte richtig sein. Also, José, schönes Messer. Wirklich gut geworden. Das gefällt mir. Ja, ich will es eigentlich jetzt endlich in Aktion sehen. Ne? Also, ich werfe euch das jetzt mal einfach raus. Ihr könnt euch das Video einfach mal anschauen. Und so richtig in Aktion und das richtig coole Video, wo ich das Messer mit Holz verwende und einfach ein bisschen was damit mache, vielleicht auch ein bisschen nachschleife, dann haben wir auch mal so ein kleines Feedback, ob es auch wirklich ja, scharf ist. Also, ja, ist rasiert, ja, also jetzt Fabrikszustand, es rasiert, aber vielleicht holen wir ja noch ein bisschen mehr raus. Mit einem Leder geht alles. Einmal drüber ziehen. Zack, zack. Ist das Ding hier nochmal eine Nummer entgratet. Wobei, fühlt sich auch so schon ganz gut an. Also, aber man holt aus dem Messer immer nochmal ein bisschen Schärfe raus. Die Frage ist, ob man das braucht. Und interessanter finde ich vielmehr, wenn ich mit diesem Messer draußen bin, ich es stumpf mache mit irgendwas, bekomme ich es mit relativ einfachen Mitteln, also mit dem belgischen Brocken oder sowas, bekomme ich es dann wieder vernünftig zu einer Gebrauchsschärfe. Ne, es gibt ja so Messer, die extrem hart sind, die man kaum wieder auf eine vernünftige Schärfe unterwegs bekommt. Das muss man zu Hause dann ganz in Ruhe machen. Ich habe aber draußen keine Zeit, also brauche ich etwas, also einen Stahl, der sich schnell nachschleifen lässt. Oder ich brauche einen Stahl, der extrem lange hält, also die Schärfe hält und dann funktioniert dieses, ich sag mal, Preis-Leistungs-Verhältnis, ne? Zu Nachschleife, Zeit oder mal schnell nachschleifen. Ich bin ein Freund von Messern, die man einfach mal kurz übers Leder zieht und dann sind die wieder fit. Ja. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video, was ich dann mache, wo ich das Messer in Aktion zeige, mit dem Firesteel, der Scheide, dem Paracord und dem Striker. Ah, da lässt sich doch schon einiges mitmachen, denke ich. wenn das Ding dann in Aktion ist. Also kommt wieder. Und ich sage bis dahin. Hasta la próxima.
Ciao.